und herzlich willkommen zu unserem Format 5 Minuten Wahlprogramm. Heute zu Gast habe ich den Direktkandidaten der SPD im Wahlkreis 50, Florian Mayer. Hallo Herr Mayer, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Erzählen Sie doch einmal kurz etwas über sich. Also mein Name ist Florian Mayer, ich bin 35 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, lebe in Dammheim, wo ich auch Ortsvorsteher bin seit 2014. Seit 2014 bin ich auch Mitglied im Stadtrat von Landau und beruflich bin ich Lehrer für berufsbildende Schulen und ich arbeite am Pfalz-Institut für Sprachen und Kommunikation in Frankenthal, eine Schule für Hörgeschädigte. Dann komme ich auch schon gleich zur ersten inhaltlichen Frage und zwar, was ist Ihr vorrangiges Ziel in den nächsten 5 Jahren und wo glauben Sie dabei auf Hindernisse zu stoßen? Also am wichtigsten, wenn ich gewählt werde, ist mir die Zusammenarbeit mit den politisch Verantwortlichen vor Ort, also mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit den Gemeinderäten oder den Stadträten, aber auch den Vereinen. Es gibt ganz viele tolle Ideen, wie ich in den letzten Monaten wieder gehört habe und gesehen habe. Und da ist es wichtig, dass der Wahlkreisabgeordnete sich in Mainz für diese Ideen einsetzt und dabei hilft, Lösungen zu finden. Nicht Haare in der Suppe zu suchen, sondern Lösungen zu finden, wie das umgesetzt werden kann. Ich selbst bin Bildungspolitiker. Ich bin zum Beispiel ein großer Anhänger einer von integrierten Gesamtschulen. Das ist nicht als einzige Schulform. Ich bin froh, dass wir haben, aber ich weiß halt, dass es in Gebieten in Rheinland-Pfalz diese Schule teilweise noch gar nicht gibt. Und da würde ich freuen, wenn ich zumindest daran mitwirken könnte, dass die auch flächendeckend bei uns im Land vertreten ist. Und bei diesen Zielen, wen könnten Sie sich da als ehesten als Koalitionspartner vorstellen? Also die größten Überschneidungen gibt es mit den Grünen aus meiner Sicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die jetzige Ampelregierung aus den Grünen und FDP, die die letzten 5 Jahre in Rheinland-Pfalz regiert hat, weitermacht. Große Koalitionen sind aus meiner Sicht immer nur eine Notlösung. Die Linkspartei, fürchte ich, wird den Einzug in den Landtag, oder gehe ich davon aus, wird den Einzug in den Landtag von Rheinland-Pfalz nicht schaffen. Nicht genug sagen uns die Umfragen das so vorher. Und eine Koalition mit der AfD lädt sich aus. Ja. Dann möchte ich an dieser Stelle noch auf ein Thema eingehen, was ja auch momentan sehr aktuell ist, die Pandemie. Wie würden Sie denn in Zukunft damit umgehen wollen? Ja, die Pandemie beschäftigt mich natürlich seit Ausbruch. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Lehrer bin, also den Tag erjährt sich ja jetzt bald 13. März 2020. Den werde ich wie alle anderen Lehrer wahrscheinlich, wenn ich Dienst war, nie vergessen. Auf einmal freitags hieß, ziemlich sicher gehen am Montag die Schulen nicht mehr auf, die Schüler müssen dann Heimunterricht machen. Also es beschäftigt mich jetzt auch. Kurz vorher war meine Nominierung als Landtagskandidat, auch das hatten wir uns ja alles ganz anders vorgestellt, mit größeren öffentlichen Veranstaltungen auf Dorfplätzen oder so. Beim zukünftigen Umgang glaube ich, dass wir jetzt wirklich, wenn es wärmer wird, und die Zahlen vielleicht hoffe ich, dass wir das Allerschlimmste überstanden haben und die Impfkampagne dann so weit in Gang kommt, dass wir zumindest bis Herbst und so weit über den Berg sind, schöne Sommermonate haben und im Herbst dann mit dem Impfen so weit, dass wir nicht in eine weitere Welle rutschen. Das wäre aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Ja. Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum Schluss. Und da dürfen Sie auch gerne die Zuschauer mal persönlich ansprechen. Warum sollten die Wähler und Wählerinnen Ihnen ihre Stimme geben? Also ich habe in den letzten 7 Jahren, seit ich Kommunalpolitik mache, bewiesen, dass ich für die Leute, die mich gewählt haben, dass ich mich für die richtig reinknie. Und ich werde es auch für unseren Wahlkreis tun, wenn ich das darf, so wie das der Wolfgang Schwarz die letzten 10 Jahre in Mainz gemacht hat. Genauso möchte ich das auch machen. Da wird mir auch kein Anliegen zu klein sein. Da werde ich mich für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Und deshalb glaube ich, dass ich die richtige Wahl bin. Gut, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg.